Guten Morgen, Leute aus Italien. Ich bin jetzt gerade in Piacenza. Es ist 7.15 Uhr. Ich werde jetzt noch frühstücken gehen und danach fahren wir nach Cremona. You call me a sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Ihr müsst wissen, wir fahren heute auch noch nach Bergamo oder Bergamo, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall kennt ihr dieses eine Problem mit dem Wetter. Ihr schaut auf einer Wetterseite nach, das Wetter sieht gut aus, auf der anderen Wetterseite ist es dann aber wieder extrem schlecht. Ich meine, ich blende euch jetzt mal hier drei verschiedene Seiten ein. Die sagen einfach so ziemlich was anderes. Ich hasse dieses Problem mit dem Wetter. So, jetzt muss ich mich beeilen, der Bus fährt nämlich in 8 Minuten. So, wir sind jetzt mit dem Bus wieder ein paar Stunden gefahren. Ich bin sowas von müde geworden im Bus. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir sind irgendwo am Iseo-See oder so. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber jetzt schauen wir uns noch kurz die Stadt an und dann gehen wir was Mittagessen. So, wir haben jetzt noch kurz die Stadt angeschaut und jetzt gehe ich was Mittagessen. So, ich bin jetzt noch in der Altstadt von Bergamo, diese werde ich mir jetzt noch ein bisschen anschauen und danach fahre ich ins Hotel und ich hoffe sowas von, dass es einen Pool gibt, weil es ist einfach sowas von heiß und es ist so angenehm einen Pool zu haben. So, ich bin jetzt schon im Hotel angekommen und wahrscheinlich erinnert ihr euch noch an den Anfang von dem Vlog. Da habe ich ja so Wettervorhersagen eingeblendet und ich meine, sieht das für euch nach Gewitterschauer aus? Was ist das? Ich meine, zwei von den
drei oder vier Wettervorhersagen haben Gewitterschauer angesagt. Und das sieht nicht wie Gewitterschauer aus. Aber naja, das ist halt das Problem mit den Wettervorhersagen. So, jetzt war noch die Kamera leer, aber das war es auf jeden Fall für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da und schreibt auf jeden Fall noch einen Kommentar. Und ich lese mir die immer ganz gerne am Abend nochmal durch. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.